Und das ist beim Kämpfen was, was die meisten Leute gar nicht auf dem Schirm haben. Der Linke im Ziel. Nachdem Amadou eine Führhand getroffen hat, kontert Senad Gashi mit der Linken. Ja, wieder eine Linke im Ziel von Gashi. Ich weiß nicht, ob es verhalten oder abgeklärt ist. Ende der ersten Runde. Gut gemieden von Amadou. Emotionalität in diesem Kampf ist drin. Ja, selbst ein erfahrener Mann wie Gashi kann da nicht anders. Aber Amadou mit einer guten Linken im Ziel. Die war drin. Klarkant. Eingesperrt, genau die war das. Aber mit jeder Aktion kann das wieder vorbei sein. Absolut. Nach dem Schlagabtausch ein Lächeln auf dem Gesicht von Amadou. Wow. Probiert's mal zu Hause aus, wenn ihr das nächste Mal ins Gesicht geschlagen wird, einfach lächeln. Guckt mal, was passiert. Amadou ist weiter abgeklärt. Ja, lässt sich hier auf gar keine wilde Schlägerei ein. Hat mir auch in der zweiten Runde weitaus besser gefallen als in der ersten, muss ich sagen. Muss jetzt wieder zurück in den Kampf finden. Diese Linke hilft ihm bestimmt dabei. Ja, man sieht, er holt aus, er will das Ding weghauen. Looser geworden zu sein. Er hat jetzt ein bisschen mehr zu seinen Aktionen gefunden. Ist nicht mehr so passiv wie in der zweiten Runde. Ja. Wie gesagt, das ist ein 10-Runden-Kampf. Da teilt man sich die Luft halt auch ein bisschen ein. Das ist gut, wenn das funktioniert. Also, wer versiert genug ist, das zu machen im Boxen, kann sein Gegner gut durch... Oh! Schwerer K.O. Geht auf die Bretter und liegt! Ich glaube nicht, dass der noch aufsteht. Oder warte. Doch, da kommt er hoch. Schafft er es noch vor dem Ende des Endkampfs. Ist wackelig auf den Beinen, aber du, das war's. Abbruch. Nach 2:29 in der dritten Runde durch TKO die blaue Casino.